Also dieser Moment war ziemlich bewusstlos. Außerdem haben, denke ich, allein die in diesem Land verbliebenen und verbleibenden Menschen darüber zu entscheiden, wen sie mit der Führung beauftragen. Als ich dann hinterher da hinten saß, da war so ein kleiner Raum hinter dieser Bühne. Das war ja kaum größer als ein LKW, diese Bühne, von der gesprochen wurde. Und da gab es hinten so einen kleinen Raum. Und da saß ich so. Und die anderen Redner saßen da so. Einige kannte ich. Heiner Müller hat damals gesprochen. Dann sitze ich und da sagt so ein älterer Herr zu mir, möchten Sie ein Stück Pflaumenkuchen? Und dann gucke ich mich so um und denke mir, kennst du den? Und dann sagt er, na, das ist Markus Wolf. Und dann dachte ich, Markus Wolf, das ist doch der, war doch der Chef der Auslandsspionage der Staatssicherheit. Der, von dem es ein unscharfes Foto von vor 25 Jahren gab, der mit, die Legende sagte, 70 Identitäten durch die Weltgeschichte reiste, Pässen mit falschen Namen und so, den vom CIA bis zum Mossad keiner kriegen konnte, noch nicht mal wusste, wie der aussieht und so. Der hat mir gerade ein Stück Pflaumenkuchen angeboten. Habe ich das gerade richtig verstanden? Okay, und da dachte ich eigentlich, ich glaube, das ist das Ende. Das ist das Ende dieses Landes. Ich glaube, das ist, das war zwar nur ein Stück Pflaumenkuchen, aber irgendwie war das Stück Pflaumenkuchen historisch.